Ja, wir haben natürlich die ganze Woche so weit durchgeplant, auch mit den Athletiktrainern. Und heute war ein Schwerpunkt, einen Schnelligkeitsreiz zu setzen, wo unsere Athletikjungs einen großen Teil dieser Aufgabe übernommen haben, mit ihren Widerstandsseilen und mit den Übungen, die in den Bereich reingehen. Und unsere Aufgabe im Anschluss war dann eben mit der kleinen Spielform diese Reize umzusetzen in spielerischer Form, viele Abschlüsse, viele Zweikämpfe, schnelle Bewegungen. Das ist der muskuläre Reiz, sich an schnelle Bewegungen, schnelles Umsetzen, explosive Übungen dienen, ganz einfach die Muskulatur fit zu machen. Und das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil für Schnelligkeitstraining. Das, was wir da jetzt in der Trockenübung quasi angerissen haben, um die Muskulatur da zu reizen, geht dann in dem Bereich über, dass du in spielerischer Form schnelle, kurze Bewegungen hast, ob es Verteidigungsübungen sind oder ob es natürlich Abschlussübungen sind. Das ist dann im Grunde egal, aber das dient dem, das, was die Athletikabteilung vorbereitet hat, dann auch in spielerischer Form umzusetzen. Ja, also wenn man die Kicker kennt, weiß man, dass sie das, was zu Beginn gemacht wurde, das wissen sie, dass es notwendig ist. Das machen sie auch deswegen, weil sie wissen, dass es ihnen gut tut. Das, was wir dann am Anschluss mit den Toren gemacht haben, das ist sicher das, was ihnen mehr Spaß macht. Wir machen das immer wieder mal gern, weil am Ende reden wir zwar von Spitzensport, von Leistungssport, von viel Arbeit, aber wenn man es runterbricht, ist es ganz einfach ein Spiel. Ein Spiel sollte auch Spaß machen, und in der Gruppierung dann zum Abschluss machen wir gern solche Sachen. Ich glaube, man hat auch gesehen, es ist gut angekommen.